Nice. Was für ein Charakter hast du dir denn jetzt gemacht? Was ist es denn geworden? Wenn du gerade im Tutorial festhängst. Und vor allem ein Borgi. Oh. Heißt einen Schurken. Oh, oh mein Gott. Ah, Diamantoberin, Diamantoberin. Ah, weg mit der, weg mit der. Ich will dich nicht, ich will dich nicht. Danke. Dezent durchtesten. Perfekt. Sehr schön. Blaster Falcon. Okay. Ja, ich habe schon, gehört, dass es so einige Falconiers geben soll. Ich habe aber noch gar nicht gewusst, was das ist. Ist das jetzt ein, ist das ein Schurke? Also als Base Class eine Schurke oder als Base Class ein Primalist? Ich glaube, es ist der Schurke, oder? Ich glaube, es ist der Schurke. Das ist richtig geil. Ah, okay. Und ich gehe mal schwer davon aus, man hat dann halt so einen Falken als Pet. Aber das hört sich nice an. Das hört sich. Ja. Also wie gesagt, wenn es hier mit der Kampagne fertig ist und wir mal so ins Late Game reinkommen, dann werden hier auch noch die ein oder andere Klasse durchgetestet. Definitiv, hundertprozentig. Und mit auch so ein paar, also ich will diese Season ja komplett ohne Meta-Builds. Komplett alle Builds selber irgendwie. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Und in der nächsten Season gibt's dann wahrscheinlich so ein, zwei Meta-Builds auch dabei. Wenn der wirklich alles ohne Meta-Builds, alles selber und jede Klasse mal einmal anspielen. Und ins Late Game rein. Und mal gucken, was man mit der so schönes bilden kann. Da habe ich so richtig Lust drauf. Also wirklich. Ich habe selten, wo ich wirklich sage, so ein Spiel. Boah, das macht jetzt ultra Bock und da habe ich richtig Bock, Zeit drin zu verbringen. Zu viele Gegner. Aber hier in Last Epoch, I don't know why, aber es macht einfach einen Heidenspaß. Und es ist so chillig mal wieder. Einfach so ein schönes Diablo 3 grindmäßig, aber Komplexitätslevel angelehnt an Path of Exile und das ist einfach, das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß. Mit so vielen verschiedenen Uniques etc. Es ist schade, dass es nur einen Waffenskin gibt. Das kommt ja aber noch. Man muss ja bedenken, die sind ja jetzt erst released und das wird ja noch, ne? Wenn du hier in den Laden verziehst, ich glaube, du meinst wahrscheinlich die eine hier. Den da. Den Maze, oder? Ja. Und ansonsten gibt es nur Shields. Da gibt es den Aegis Shield. Es gibt mittlerweile auch eine Pose. Ich glaube, die war vorher nicht drin. Wie lange soll die Season gehen? Die Season geht 3-4 Monate. Aber frag mich nicht, wann genau die jetzt endet. Aber es gibt ja noch die Unterstützerpakete. Sind da nicht auch Waffen dabei oder sind da auch nur Schilde dabei? Ne, da sind auch nur Schilde dabei, ne? Ah, die sehen halt auch geil aus. Ist hier nicht eine Waffe dabei?
Haustier, Rüstungsset, Rüstungsset, Haustier, Haustier. Rüstungsset. Nee. Sind echt nur Rüstungsset, ne? Echt nirgends eine Waffe dabei, außer die hier. Ah, das muss. Da werden die aber. Da werden die safe noch. Also da werden die nachlegen. Hundertprozentig. Es sind ja auch. Man sieht ja auch hier schon. Du hast ja noch keine Fertigkeiten-Effekte, du hast auch noch keine Fußstapfen-Effekte und du hast noch keine Porträts. Das heißt, da kommt so vieles noch. Und es ist ja erst die erste Season. Also, ich denke, die konzentrieren sich, und was ich sehr gut finde, jetzt erstmal aufs Bugfixing, damit all diese beschissenen Bugs nicht mehr drin sind. Was sie schon mal rausgeholt haben, und das muss ich wirklich sagen, finde ich mega, ist dieser komische Dungeon-Bug. Dass es so aussieht, wenn du auf 0 HP droppst, beziehungsweise wenn du dann auf 0 HP droppst im Dungeon, dass du einfach einen fucking Connection-Error bekommen hast. Das haben sie ja schon gefixt. Also du droppst jetzt auf 0 HP und wirst dann einfach aus dem Dungeon rausgeworfen. Was ja fein ist. Also muss ich sagen, finde ich eine gute Mechanik. Wenn du im Dungeon stirbst, ist dein Loot gone. Beziehungsweise dein ja doch dein Loot, also quasi was du am Ende bekommen würdest. Und du musst halt den Schlüssel neu fahren. Deswegen bin ich völlig fein. Finde ich gut, wenn man nicht jedem eine Beitritts-Trophäe gibt. Sondern wirklich sagt, Edgy Badge. Geht gut. No. Das finde ich sehr gut. Weg mit euch. Also da ist auch wieder sehr riesig, ne? Ja. Will ich mich einfach Peasant nennen? Selber Plepp. Was soll das? Burn to the ground. Okay, da geht's lang. Wie will man in die andere Richtung? Ist nur da oben lang. Ja, wenn du mal willst, Fabian, kannst du ja mal gucken, wie lange die Season geht, weil ich weiß es definitiv nicht. Ich weiß nur, dass 3 bis 4 Monate angekündigt waren. Das ist das Einzige, was ich weiß. So, hier haben wir noch so eine Diamantoberin. Nee, okay, was ist das? Das war ein Mecker. Ah, da unten geht's auch noch irgendwo hin, ne? Hoffentlich dann hier so ein Schlenker nach oben, das wäre geil. Noch aus. Weg mit euch! Egon! Egon! Oh, Diamantoberin, oder? Au. Not bad.
Ja, ich bin auch gar nicht so schlecht. Muss man jetzt ja mal einfach so sagen. Noch hingehen. Und dann haben wir fast alles erkundet. Au, au, au. Au, au, au. So viele Gegner sind dann doch auch nicht ganz so geil, ne? Sie ist wirklich so big. Au. Okay. Mit einem Gift. Nix hier, Shadows. Oh, hallo. Er macht jemand oberen. Nee. Hat sie sich wieder geheilt? Die hat sich wieder geheilt. Die hat sich einfach wieder geheilt. Aber nur weil die kann, oder was? Hielt die sich die ganze Zeit über? Das wäre echt bad. Das wäre echt uncool. Oh, Alter. Puh. Nope, finde nicht, wann es enden soll. Wir mal, die das vielleicht auf ihrem Discord oder so beantwortet haben, wie lange die Season geht. Nee, steht auch nicht dabei. Kann auch sein, dass die das erstmal noch nicht announcen, weil da sind ja auch wirklich noch, da ist ja noch einiges am Game zu machen, was Bugfixes und so angeht. Und dass sie das vielleicht erstmal so nach und nach machen und dann auch noch Seasons-Ziergegenstände raushauen und dann allmählich die Season beenden. Also kann auch gut sein, dass die Season jetzt noch bis, keine Ahnung, Juli oder August sogar geht. Hallo, darf ich bitte? Danke. Ist aber jetzt aber weird. Okay, was haben wir hier? Mhm. Ja. Ich dachte, wir reden erstmal mit der. Und dann schickt die da ihre Horden an Dienern erstmal auf uns. Mann. Rede doch mal mit. Wollen immer alle kämpfen direkt, Mann. Reden Sie mit mir, reden Sie mit mir. Wir können darüber reden. Ist euch das klar? Genauso wie die Architektin. Wir hätten reden können, Mann. Aber die wollte einfach nicht. Die wollte einfach per Du nicht reden. Die hat sich so gedacht, nee, ich bin jetzt stur. Nix hier reden. Natürlich. Okay. This makes no sense. Das Audio, was ist mit dem Audio los? Hört ihr das auch? Das Audio ist plötzlich komplett weird. Soll das so sein? Oder ist das nur auf meinen Ohren wieder so? Das hört sich echt. Nee, bei mir ist alles normal. Okay.
Dann ist das nur auf meinen Ohren gerade so komisch. Dann hat sich irgendwas. Warte, dann muss man vielleicht einmal das Headset neu anmachen. Nee. Komisch. Okay, bei mir hat... bei mir ist das Audio gerade richtig am abkleistern. Was ist denn da los? Aha. Komisch. Hat der Audiokanal sich einfach verabschiedet? Macht nichts. Ist ja schnell wieder gefixt. Jetzt habe ich auch wieder normales Audio. War sehr grausig. Ich dachte, das gehört dazu. War sehr robotermäßig plötzlich. What do you think you're doing, my beautiful vessel maiden? I am breaking the cycle. I refuse to be your sacrifice. Disgraceful. Rage is unbecoming of you, child. This is not rage. For millennia, the vessel maidens have died so you could live. Now feel the unending abyss of their despair. What are you doing? Uh-oh. Why don't you show our guest the torment that now fills you? Der Dialog hat nicht richtig funktioniert. What's happening? Get out of my mind. Sie hat die Göttin korruptet. Ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich meine, ich kann verstehen, dass man nicht geopfert werden will. Okay, kann ich verstehen. Man kann aber reden. Das ist so ein Theme. Das zieht sich durch. Jetzt müssen wir die Göttin fighten. Das ist natürlich auch mies. Hallo? Oh nee, Gift! Das ist auch so ein Ding, jawohl. Und die kann alles casten, ne? Ich sage Gift, ich sehe Feuer. Ja, die ist einfach, immer. Perfekt, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Problem ist, wenn die jetzt... Die sollte aber hoffentlich nicht stärker sein als, muss ich jetzt alle Dinge hier kaputt machen? Okay. Sollte hoffentlich nicht stärker sein als Lagon, weil Lagon war nämlich schon sehr ätzend. Lagon war wirklich sehr ätzend. Stopp. Was ist los? Hallo? Ich konnte mich einfach nicht mehr bewegen. Mein Char hat sich einfach nicht mehr bewegt. Den Bug hatte ich schon mal öfter mit dem Feuersturm. Ich habe irgendwie nur Mage-Bugs, ne? Also entweder ich habe einen Mana-Bug, wo ich kein Mana regeneriere, oder ich habe diesen komischen Feuersturm-Bug, wo ich plötzlich stuck bin und mich nicht mehr bewegen kann. Okay, aber passt schon. Wir machen jetzt. Gar kein Problem. Foul Insekt. Ja, ich bin aber kein Insekt. Hör dir mal an, ich bin ein Mensch. Okay. Ich bin ein Mensch und ich mensche hier rum. Ich bin dann stuck. Ach Gott, nee, das ist eine Ability von ihr. Ah, das ist schlecht. Das ist als Mage sehr schlecht. Ich habe nichts, was mich daraus befreit. Und ich bin halt instant dead, wenn ich gestunt werde. Extrem schlecht. Ach, oh, ich verstehe. Okay. Die, das ist wie so Medusa. Wenn die diesen Schrei macht, versteinert die einen. Okay. Ich verstehe. Nee, da will ich nicht nochmal drin stehen. Das ist ja richtig mies. Oh.
Ich bin kein faules Insekt. This is your doom. Nee, bitte nicht. Reden, reden, ich will doch nur reden. Können wir auch reden? Nee, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich werde schon genug geslowt. Aua, Distanz. Why are you doing this? Ich werde nicht gehen, ich werde nicht gehen. So, komm, 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 komm. Ah, einfach die Göttin besiegt. Was genau hat sie sich denn da rausgezogen? Ist zweite Phase, okay. Ey, ich bin noch lieb! Du hast dir doch jetzt was rausgezogen, was sie so böse gemacht hat. Shit, das war guter Damage. Das da wird wieder ein, guter Bossfight. Das da wird wieder ein richtig guter Bossfight. Wie überlebe ich die zweite Phase? Och Mann. Wie überlebe ich die zweite Phase? Der sie mich dauerhaft uncharged und mich dabei noch stunt. Wieder gestunt, wieder gestunt. Nein! Nee! Anfällig für Nahkampf? Ja, danke. Danke, anfällig für Nahkampf. Du mich auch. Ein Mage. Mann, ich sollte auch nicht... Sollte auch nicht durch den Strahl da durchgehen. Einfach direkt raus. This is your doom. Nee. Anstrengen hier. Nee. Nicht stunnen lassen, nicht stunnen lassen, nicht stunnen lassen. Weg hier. Okay, erste Phase sieht schon mal ganz gut aus. Weil man weiß, worauf man achten muss. Ja, 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 ja. Schön, schön. Reiß dir wieder das, was du da im Gesicht hast, raus. Ist das eine Puppe? Was ist denn das? Nicht so. Oh mein Gott, ich bin so langsam. Okay, ich muss in Bewegung bleiben. Ich brauche auch ganz viel. Ich brauche einfach ganz viel Dings, ne? Nee, 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 nee. Okay, ich darf auch, glaube ich, nicht in ihrem Charge da drin sein. Warum? Warum hat sie gehielt? Wie Hunger! Wie Hunger! Junge! Junge! Wenn die sich wieder hielt, ne? Okay, muss man die vielleicht im Nahkampf so fighten, dass die halt gar nicht erst auf die Idee kommt? Was macht die jetzt? Blut wieder. Okay. Nee!
Nix hier, Moor! Lass das, lass das doch! Oh mein Gott! Was für ein Fight! Oder macht ihr das nur ein paar Mal? Bitte lasst ihr das dann einfach nur so ein paar. Was für ein Damage! Oh mein Gott! Ich bin wieder. Nee. Nicht mit mir. Gib mir die Heiltränke da. Alter Falter. Okay. Ich glaube, jetzt frisst sie nichts mehr. Ich habe da irgendwelche Stacks auf mir drauf. Nein! Ich hatte da irgendwelche Stacks auf mir drauf. Hat die einen Timer oder so? Die Holy heck. Boah. Okay, erstmal kurz wieder. Boah. Mein Gott. Mein Gott, ey. Uff. Lass mich hier erstmal wieder was machen, ey. Ey. Holy. Dieser Gegner. Wirklich. Schlimm. So. Nur einmal kurz ein bisschen was klicken nebenbei. Hat's aber auch wirklich in sich. Muss man halt wirklich sagen, ne? Die hat's wirklich dolle in sich. Wirklich dolle in sich. Boah. Einfach kein Damage, ja? Hm. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Weil der Damage ist, glaube ich, vorhanden. Ich habe nur einfach keine Resistenzen. Ich bin eine Glaskanone. 625 Rüstung, das ist wahrscheinlich nichts. Aber ich habe sehr viel Feuerbeständigkeit. Muss man ja einfach mal sagen, ne? Also ich habe ein bisschen auf jeden Fall gegen die Dinge, aber ich habe halt null Giftresistenzen. Null. Und ich weiß nicht, was das für ein Debuff war, den die da verteilt hat, der Damage Overtime gemacht hat. Da war irgendwie hier so, da war sowas, das ist im 23 hat da gestanden. Wie soll ich denn da dagegen heilen? Das ist so basically unmöglich. Glaube ich zumindest. Bin fest davon überzeugt. Dass das unmöglich ist. Fest davon überzeugt. Nichts hätte ich da machen können. Absolut gar nichts. Okay. Weiter geht's. Komm. Die haben wir. Die haben wir einfach. Es muss jetzt. Phase 1. Ja. Schön ausweichen. Öfter das da casten. Ja.
Ding ist, ich krieg halt einen richtig guten Shield Boost, wenn ich meinen Fireball caste. Das muss ich mehr ausnutzen. Das muss ich deutlich mehr ausnutzen. Dass ich da so einen insane Shield Boost bekomme. Weil ich ja auch noch heale, wenn ich Elementarschaden mache. Nix hier, faul Insekt. Okay, das war wasted. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, 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 ich bin nicht. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich muss mir auch da extrem viele nee, jetzt, das war mies. Oh, ich müsste mir extrem viele Tränke aufheben. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich gestunt bin. Mann. Noch ein paar mehr, lass mal ein paar mehr Tränke fallen hier so. Komm. Stirb, stirb, stirb. No, get out of my mind. Get out. Sammeln hier noch einen Heiltrank ein. Und dann ballern wir dir wieder direkt so einen Feuerball in die ins Gesicht. Einfach um ein bisschen. Warum macht die so viel Damage? Kann die damit bitte aufhören? Das ist echt nicht fucking nett. Vor allem mich zu stunnen ist noch viel unnetter. Ah, ich darf nicht in dem Blut drin stehen oder was? Kann ich bitte... Holy shit. Holy shit. Die ist halt wirklich, also... Was ist denn das für eine, ey? Ich bin wirklich also krass. Das ist ich mag das, aber das ist mega. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Oh mein Gott. So, ein bisschen Schutz, bisschen heilen. Davon was abbekommen? Weg damit, weg damit. Also, ohne Witz, ich habe schon lange, schon so lange, kein Hack and Slay mehr gespielt, was mir wirklich bei einem Boss was abverlangt. Holy moly. Das ist ja so geil. Also, das Spiel wird einfach immer besser. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Das hat es mir einfach angetan. Ich kann auch nicht aufhören, es zu loben. Nee, 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 nee. Machen wir mal nicht. Nix hier tun. Nein! Oh, nee, 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 nee. Ja. Schild. Nice. No, get out of my mind.
Erstmal wieder Runen sammeln. Okay, okay. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Wir müssen nur zwei Healing-Phasen überleben. Nur zwei Healing-Phasen überleben. Wait, die macht direkt sowas? Hat die nicht vorher was? Ist die nicht vorher essen gegangen oder so? Nee? Geht die nicht essen? Hallo, geh doch einfach essen. Nee. Lass mal nicht machen hier. Lass mal nicht machen, okay? Oh mein Gott. Nee! Nix hier Blut! Nix hier Blut! Auch nix hier Damage! Nix hier Damage, nix hier Damage, nix, nix Damage. Dann kommt wieder schnell. Schutz sammeln! Oh, auf! Nee. Okay. Zweite Healing-Phase. Ich hab noch kein... Raus da! Okay, nee. Ich hab auch keine Dings mehr. Ich brauch Eintränke. Oh mein Gott! Intense fighten! Okay, kurz, explodiert die wieder überall. Das ist immer schlecht. Ein bisschen Shield, jawohl. Nur nicht stunnen lassen. Oh. Holy shit! Wir haben einfach den Gott gekillt. Und dadurch seinen Segen bekommen. Mann, war das ein Fight! Ich hab die noch nicht als irgendwas. Geil, okay, perfekt. Und ich wenn's ein Unique oder so. Wow! Fucking hell! Gott, war das ein Fight. Der hat mir einfach alles abverlangt. Wir haben übrigens unendlich Shield. 70 Gold, was für ein reicher Gott. Aber der war wirklich reich. Der war wirklich reich. Boah, Mann. Also, das habe ich ja schon lange nicht mehr bei so einem Boss gehabt, ne? Der war jetzt clean. Und so. Also. Du musst stop this. I promise you. This will only leave you with regret. Ja, das ist wohl wahr. Lass doch mal reden. This Aha. would be so much easier if you had died with her. Mhm. No matter. I can still take what I need. Nee. Kannst spüren, wie die Macht der Epoche schwindet, als ob du irgendwie aufgezehrt würde. Ne? What are you doing? Was machst du denn? You think this is over? You know nothing of the power I've been given. Orovis showed me the way. All I needed was the key. And you brought it right to me. Ah, fuck. The power of the epoch is mine. Uh-oh.
sind wir wieder hier. Oh, wir haben Passivpunkt bekommen. Wir leveln rein da in das da. Wenn du eine Feuerheilung hast, du eine Chance, ohne Wort Inferno zu halten. Und einen Buff, der. Oh, nice. Da werden wir auf jeden Fall reinskillen. Gut! Holy moly! Wir haben keine Hauptquest gerade im Moment. Was mit dir? Okay. Ja, was. Office. Ah, just missed her, I'm afraid. You showed up a minute too late. What? Hast du sie nicht aufgehalten? I missed the part where she was my problem. You want to stop her? Stop her. Leave me out of it. Okay. Ja, was mit der Epoche, man fühlt sich anders an. Show me. Oh. I see. I've seen this before. Okay, was passiert? She drew on its power to create those rifts in time. Little trick Oribus must have taught her. Ist jetzt Oribus? She's clumsy with it. Okay, schön, denke ich muss zurück. When exactly? Do you intend to go scouring all of reality? She could be anywhere, anytime. You have no way to find her. Okay, was soll ich jetzt machen? Give up? That's what I'd do. Oh. But if you insist. I'd start by restoring the epoch. Best to have it ready for when Apophis shows herself again. Okay, was muss ich tun? That's the problem. I only know of one way, and I don't know that you're ready for what's in there. Ja, ich komm schon klar. Ich hab gerade den verschiedenen Gott gekillt. Repairing the lost timelines will help restore power to the epoch. Nice. Aber, also ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Jetzt bin ich nämlich warm gelaufen, ey. Nachdem ich die gekillt habe. Ja, es war alles nur, die ganze Kampagne davor war nur Vorbereitung. Okay? Hm. Und das hätte ich nicht zum ersten Mal betritt. Monolithen des Schicksals, okay? Erzähl mir mehr. Was? Was? Einfach, nein. Farewell, Traveler. And good luck. Das will ich wohl Danke sagen. Stay safe. Wie assi. Wie assi. Einfach, nö. Nö. Okay. Ich weiß, was dir der Ritter mitgeteilt hat, Reisender. Aber nur du kannst mit Sicherheit sagen, ob du bereit bist. Ich bin soweit. Ich bin ready. Halte an deiner Furcht fest und durchschreite dieses Tor. Der Monolith des Schicksals ist deine einzige Hoffnung. Stabilisiere das Chaos dort, um die Macht der Epoche wiederherzustellen. Der Monolith des Schicksals? Ich kann deutlich sehen, dass du bereit bist, auf den windenden Pfaden des Monolith zu wandern. Aber Vorsicht, denn mit jedem Schritt, mit jeder Auswahl wird deine Reise eigenartiger und gefährlicher. Verliere dich nicht. Auf Wiedersehen. Do you feel it, Traveler? Wo ist das? Shackles of fate binding tighter. Emperor. Karel. Apophis slipping beyond your reach. Your fate is set. And it always ends with me. Come. See for yourself inside the monolith. There are other realities that fought against their fate. But no matter their sacrifice, they fell. Champions, right. Empires, gods, all in the end. Aberrations. There is no escape from the void. There is no escape from me.
Geil. Farewell. Okay. Okay, wir sollen den Monolithen betreten, aber wir haben hier noch eine Quest. Was ist denn das für eine? Reisen wir da mal nochmal hin. Geben die noch ab. Und dann... Also, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber... Die Monolithen sind, glaube ich, Late Games. Also, sind jetzt Endgame-Stuff. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber so zu 99%. Good day, traveler. Schön, dich zu sehen. Das ist übrigens Neuigkeiten. Ja, unglücklicherweise hat niemand überlebt. Wenn du hier vor mir stehst, gehe ich davon aus, dass du dich um die Bestie gekümmert hast. Yep, das habe ich. Aber genug herumgefaselt. Hier ist deine Belohnung. Mach's gut. Danke. Okay. Dann haben wir nur eine einzige Quest und das ist wirklich zu den Monolithen zu gehen. Gehen wir mal da rein. Gucken wir mal. Erstmal, glaube ich, noch Stuff verkaufen. Wir haben noch Stuff verkaufen und wir haben noch einen Götzen, den wir reinballern können. Mittlerweile haben wir auch ziemlich viele Götzen. Holy. Ich kaufe ein. Dabei verkaufe ich nicht wirklich einen, sondern ich verkaufe. Nice. Also, ich würde mal behaupten, es fehlen immer noch geile Ringe. Wobei, der hier ist schon relativ cool. Es fehlt noch ein geiler Ring. Das da fehlt uns auf jeden Fall noch. Eine geile Handschuhe, geile Dings. Also eigentlich müssen wir noch alles sammeln. Take care. Ich bin gespannt. So, was bringen die Monolithen? Let's go. Hätte die Monolith des Schicksals und finde den Zeitlinienleiter. Den Zeitlinienleiter? Wie ist denn das jetzt? Okay. Magst du bis jetzt wieder so ein bisschen chillig wird, ne? So einen richtig anstrengenden Bossfight und dann erstmal nochmal so ein bisschen Chillemille. Okay. Ja, wie viele? Kann ich hier rüber? Ne, kann ich nicht. Okay. Hallo? Wer bist du denn? Echo gesperrt. 80, 160, 200. Okay. Okay. 12% erhöhte Gegenstandsseltenheit, 8% erhöhter Erfahrungsgewinn. Das ist bei beiden gleich. Hier kriege ich Runen als Belohnung, hier kriege ich Folianten der Erfahrung als Belohnung. Die Gegner haben 30% Ausdauer und seltene Gegner haben hohe Tempo und hohe Crit-Chance auf Distanz. Auf Distanz? Ah. Keine Ahnung. Hier? Ist 32. Alternative Zeitlinien sind instabil. Stabilisiere die Zeitlinie, indem du Ziele innerhalb des Echos der Zeitlinie abschließt. Echos, die weiter vom Eingangspunkt der Zeitlinie hier entfernt sind, sind instabiler. Schließt du diese ab, erhältst du mehr Stabilität und Schwierigkeit und Belohnung. Okay. Bis zu 22 Bonus Zeitlinienstabilität. Okay, dann Schlangenwüste. Imperiales Echo Stufe 58. Okay, wir sind 61. Oh, wir haben direkt hier so ein... Okay, direkt so ein Mage. Ja, ich glaube, das hier ist jetzt Endgame Stuff. Mit diesen... Mit dem Monolith. Okay, und jetzt Monolith Schicksal. Zerstöre beide Giftspitzen. Ah, das ist jetzt quasi das Monolith-Dingen, was ich machen muss. Um den Monolithen hier abzuschließen. Okay. Interessant. Hier haben wir noch einen Schwein.
Ich glaube, hier brauchen wir auch jetzt... Also hier brauchen wir jetzt nicht alles zu erkunden. Das glaube ich jetzt nicht. So, was müssen wir hier machen? Die Giftspitze hier killen. Ich hatte aber auch schon gut Leben. Einmal Splitter einsammeln. Okay. Und das nächste. Oh, wir haben hier noch einen Affix-Splitter. Nice, sehr schön. Okay, Echo erobert. Benutze das Portal, um weiterzureisen. Heißt, ich drücke jetzt T. Oh, was haben wir hier? Oh, Erfahrung. Ah, das sind die Folianten und eine Truhe. Oh, nice, mit nochmal Loot. Okay. Okay, yes. I see. Nahkampf. Take care. Wir sind im Endgame angelangt. Wir sind im Endgame angelangt. Perfekt, sehr schön. So, kann ich jetzt hier raus ballern? Okay, wir haben eine von 10. Jetzt haben wir hier unten rechts auch so ein Ding. Wir haben eine von 10 Zeitlinien freigeschaltet. Wir haben keine ermächtigte Zeitlinien freigeschaltet, was auch immer das ist. Monolithenvervollständigung haben wir 0 von 20. Eroberte Zeitlinie gesamt haben wir 0. Eroberte Echos gesamt haben wir 0. Okay. Oh, und hier sind noch alternative Zeitlinien, wo man wahrscheinlich... Ah! Wo man wahrscheinlich später hinaus dann hinkommt. Okay, ich kann hier... Fange ich hier jetzt von neu an? Nee, oder? Doch, das da habe ich jetzt gemacht. Und jetzt kann ich halt sagen... Achso, da ist meine Zeitlinieninstabilität. Okay, und jetzt kann ich hier so... Jetzt kann ich wahrscheinlich hier so lang. Wir machen noch eins. Gegner haben eine Chance von 50% auf Streifhieb, wenn sie getroffen werden. Okay. Wir kriegen Affix-Splitter. Ja, komm, gehen wir mal hier rein. Let's go. Was müssen wir hier machen? Töte Gegner und finde Savage Gate. Versiegle Savage Gate. Fools. Fools. Okay. Wo soll denn das sein? Das ist die Frage. Ah, da unten. Ah, wir können Bonusstabilität, indem wir die Feinde töten, bekommen. Ah, okay. Also das heißt, auch hier sollten wir eigentlich möglichst viele Feinde töten, oder? Damit wir möglichst Bonusstabilität bekommen. So, wir holen natürlich alle... Und alle Schreine mit. Die wir mitholen können, weil vielleicht lässt noch einer irgendwie Götzen fallen oder so. Wer weiß. Frag mich nur, was diese Bonusstabilität halt bringen mag. Also was genau wir damit anfangen können. Und ob die wichtig ist, dass wir die immer voll machen.
Aber auf jeden Fall finde ich cool. Das heißt nämlich, so eine Map gab es nicht. So eine Map gab es definitiv nicht. Das ist eine komplett random Map. Nice, Affix-Splitter, sehr schön. Einmal gönnen. So, wir haben jetzt 15 schon mal. Bonus. Ich mach den jetzt mal. Ich mach den mal nicht voll, oder? Mal gucken, was das bringt. So, wir versiegeln das Gate hier. Dazu muss man einfach nur Gegner killen, ne? Vielleicht mache ich die. Na gut, vielleicht mache ich es dann automatisch irgendwie voll. Kann natürlich sein. Aber geil. Das heißt, jetzt kann man sich so zurücklehnen und jetzt fängt halt einfach der Grind an. Mit so einem richtig schönen Cliffhanger übrigens. Danke. Aber auch mega. Auch mega heißt Kampagne. Da ist noch so viel drin. Da kann man noch so viel machen. Als nächsten Gegner diese Schlangenboy, diese Apophis oder wie die heißt. Oh! Ja, Materialchen der Vengari. Ah, kennt man doch den Gegner. Oh, eine Rune der Schöpfung. Haben wir die schon? Dupliziert den Gegenstand, verringert jedoch das Schmiedepotenzial von sowohl Original als auch Kopie auf Null. Hä? Okay, wozu soll das gut sein? Interessant. So, wir gehen wieder zurück. Wir nehmen uns das da. Das sind unsere Splitterbelohnung. Nice. Und das ist unsere Kiste, wo nichts drin ist. Yes. Auch gut. So. Haben wir erstmal das ganze Material hier. Take care. Und den Götzen wieder weg. Nice! Und so geht das jetzt immer weiter. Bis wir, gehe ich schwer davon aus, ja, durch die Stabilisierung der Zeitlinie wirst du zu diesem Punkt wirst du einen Schlüsselmoment in der Geschichte der Zeitlinie freischalten. Quest Echo. Da kriegt man noch eine Quest oder was, okay? Und wir müssen auf, ich gehe mal schwer davon aus, 43 Stabilität kommen. So, was hätten wir hier jetzt? Wir kriegen einen seltenen Streitkolben als Belohnung oder hier Glyphen als Belohnung. Und man sieht sogar, was da noch weitergeht. Dort würden wir ein seltenes Zepter bekommen. Hier einen seltenen Stab. Und so kann man sich jetzt durch die ganzen Zeitlinien hier durchgehen und die Bonis sammeln, bis man diese Dinger hier freischaltet. Was auch immer dann passiert, wenn man diese Dinge hier freischaltet. Also, Boys and Girls. Das, ist doch ziemlich nice. Aber, das bedeutet auch, wir sind im Endgame angekommen. Wir haben die Kampagne jetzt durch. Ich glaube nicht, dass, nach der Kampagne, nee, das ist auch so ein M, mit so einem M gekennzeichnet. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt großartig. Warte, wo soll ich hier? Wo ist hier die Quest? Hier ist auch noch eine, ne? Wo ist das im. Ah, Monolith, Fall der Verstoßenen. Okay. Okay, das spielt sich im imperialen Zeitalter ab.
Wenn ich das richtig sehe, dann... Okay. Gut, aber wir haben keine Hauptquest mehr. Und ich... Wir sind basically durch. Mit der Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach geschafft. Aber die Kampagne an sich ist ja noch nicht vorbei. Ergo muss das ja irgendwie weitergehen. Und ich hoffe, dass einfach, wenn es richtig geil wird, wenn es richtig, richtig geil wird, kriegen wir jede Season mehr Kampagne. Das heißt, jede Season wird die Kampagne einfach ein Stückchen erweitert und es kommt was Neues dazu. Das ist jetzt nur meine Hoffnung. Aber das wäre so insane geil. Das wäre wirklich, wirklich geil, jede Season auch nochmal Kampagne mit dazu zu bekommen. Und dann können die sich wirklich sehr gerne einfach 4, 5, 6 Monate nehmen für die Seasons. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, die Kampagne wird weitergeführt und es wird geil. Darauf hätte ich ja anders Lust. Also wirklich. Krass. Wirklich krass. Okay, dann an dieser Stelle gehen wir hier raus für unsere lieben YouTube-Zuschauer. Jetzt nicht die, die live zuschauen, sondern die, die sich das Ganze als VOD, sage ich mal, angucken, also als Video angucken. Für euch endet die Reise jetzt hier, denn wir haben die Kampagne durch. Und für alle anderen, bei uns fängt es jetzt erst an. Alter, kann ich aber sowas von sagen, das fängt jetzt erst an. Denn jetzt wird gefangen. Die Stories. Und wir werden diese komischen Zeitlinien-Quest-Dingsbumsen da noch durchmachen. Vielleicht, maybe, wenn das wirklich was Interessantes ist, kommt das auch nochmal gesondert auf YouTube als Video. Wenn diese Quest was Cooles ist und die Story erzählt. Dann kommt das auch nochmal auf YouTube. Aber ansonsten ist jetzt quasi hier nur noch Stream-Gefarme und wir ballern einfach rein. Wir werden mehrere Builds ausprobieren. Wir werden gucken, dass wir so weit kommen wie möglich. Wir werden Level 100 machen. Keine Ahnung. Also einfach alles. Wir werden jedes Unique einmal bekommen. Wir werden jedes Set-Gegenstand einmal bekommen. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber es gibt, glaube ich, extrem heftig viele. Also weiß ich nicht, ob das hundertprozentig weiß. Aber, dieses Spiel wird jetzt definitiv zu Tode gesuchtet. Mit der Bedingung natürlich, im Stream wird dann auch noch ein bisschen was anderes kommen, als nur die ganze Zeit Last Epoch. Aber ich denke, Last Epoch wird uns jetzt definitiv noch ein bisschen länger begleiten. Im Stream. Hundertprozentig. Definitiv. Und nächste Season, wenn die das wirklich machen sollten, dass dann Kampagne dazu kommt, ist auch direkt wieder YouTube mit dabei. Wir werden die Kampagne weiterverfolgen. Ich will wissen, was die Opophis-Schlangenboy da macht. Ich will meinen Alric wieder. Ich will meinen meinen Zerik wieder. Ich will nicht den Wurm-Zerik, sondern den guten Zerik. Und ich will den Imperator noch klatschen. Den müssen wir auch noch klatschen. Ich will Ryle klatschen. Ich will Garrel wiedersehen. Julia will ich wiedersehen. Ja. Krass. Es wird gut. Eine Lobhymne auf dieses Game ist auf die Kampagne. Die Kampagne ist einfach nur geil. Gebt die euch. Lest auch ein paar Sachen mal durch. Guckt auf die Hintergründe der Charaktere, weil wenn man was liest, und das haben wir ja gemacht, wussten wir, dass Apophis schon irgendwie ein bisschen so was an der Birne hat. Hm? Weil die ja schon so ein bisschen mit ihr schwarze Magie und so ein Shit macht, was die invadete Gildenleaderin ja auch geschrieben hat. Und vor allem die richtige Gildenleader der Schuppenbahn-Leute ist ja geflohen in irgend so eine Schlucht oder was das da ist. Vielleicht kriegen wir die Schlucht nämlich auch noch in der nächsten Season und können die Gildenleaderin noch suchen gehen. Die eigentliche, also nicht Zerik, wer der jetzt der Gildenleader ist, sondern die eigentliche Gildenleaderin und warum die geflohen ist zum Beispiel. Das wäre auch noch eine geile Story. Also, boah, wir sind richtig gut dabei. Richtig gut.
Richtig, richtig gut. Ich freue mich wirklich. Ich habe richtig Bock. Und das war es dann auch für die YouTube-Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bei dieser Reise dabei wart. Als nächstes auf YouTube müssen wir mal gucken, was dann kommt. Wir haben noch definitiv einiges an Last Epoch-Folgen, die wir raushauen müssen dann. Deswegen weiß ich noch gar nicht, was danach kommt. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht, maybe, weil es kommt auch demnächst raus, Dragon's Dogma, wenn ihr da Bock drauf habt. Also Dragon's Dogma 2. Das erste habe ich nicht gespielt, aber der 2er sieht schon sehr, sehr gut aus. Und dazu müssen wir noch den Character Creator machen. Das werden wir vielleicht sogar noch machen diese Woche. Einmal in den Character Creator von Dragon's Dogma reinsteigen. Weiß ich aber noch nicht so hundertprozentig. Und ansonsten, ihr habt euch wohl und vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.